gestrichen oder es wurde freigesetzt. Gott weiß, dass Situationen wie diese machthungrigen Leuten keinen Vorteil bringen, stimmt's? Nein, natürlich nicht. Niemals. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Um welchen Notfall geht es? Können Sie mich hören? Ich bin in meinem Laden in der Bowery und brauche Hilfe. Ich werde angegriffen. Okay. Sind Sie in akuter Lebensgefahr, Sir? Na, was glauben Sie denn? Ich habe den Laden verrammelt, aber diese Raudis brechen gleich durch. Und wenn nicht jemand schnell hierher kommt, dann muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. In Ordnung, Sir. Wo befindet sich Ihr Laden? Zurück mit euch!
Onkel Joe? Bist du das? Ja, Schätzchen, ich bin's. Wie geht's dir, Kleines? Ganz gut. Mit Mama und Papa auch alles in Ordnung? Ja, aber wir sitzen schon seit Tagen zu Hause herum. Das ist so langweilig. Das kann ich mir vorstellen. Hör mal, Schatz, ich wollte dir nur was sagen. Du weißt ja, dein Onkel Joe ist manchmal im Radio. Und? Und es könnte sein, dass ich bald mal wieder im Radio bin. Oder dass da Leute über mich reden und sie werden vielleicht Dinge sagen, die gar nicht stimmen. Was sie auch sagen werden, ich will, dass du weißt, dass ich immer nur wollte, dass es dir gut geht. Was ich auch tue, die guten und auch die schlechten Dinge. Alles geschieht nur, damit du in Sicherheit bist. Okay? Ja, gut. Ah, gutes Mädchen. Ich muss Schluss machen. Hab dich lieb. Wir wissen alle zu schätzen, was sie tun. Das Gefühl, schon ewig hier zu sein.
Hey, hast du Geld? Ich erledige ihn mit bloßen Händen, Bruder! Das fängt an, mir zu gefallen. Wir zwingen New York in die Knie. Ich erfriere noch. Lass dir nicht entkommen. Da wird jemand einen schlechten Tag haben. Niemand entkommt uns. Nicht nachlassen! Das werden Sie wissen! Jetzt auf Sendung. Ja, ich will nur allen sagen, dass das, was wir jetzt erleben, das ist nicht das Ende der Welt oder so. Die Welt hat schon lange vor uns existiert und sie wird noch lange nach uns existieren. Was wir jetzt sehen, ist nur unser gerechter Lohn. Wir misshandeln den Planeten. Wir misshandeln die Gesellschaft. Wir misshandeln uns selbst. Es ist also überhaupt nicht unfair. Aber hoffentlich ist es diesmal nur eine Warnung und zukünftige Generationen lernen aus unseren Fehlern. Mehr wollte ich nicht sagen. Gott segne uns alle. Wir dürfen nicht anhalten. Ich fühle, dass der Herr sie geschickt hat. Wir müssen weiter. Wenn wir anhalten, finden sie uns. Mann, die ganzen LMB-Typen spinnen. Das ist unser Revier! Du kannst nicht einfach herkommen und gehen und...
Mir dreht sich alles. Glaube nicht, dass es je so kalt war. Geh ihn einfach aus dem Weg. Schön, dass ich das noch erlebe. Passt auf, dass sie sich nicht... Wir sind mehr als genug, um dich zu schnappen. Hey, schieß auf den Bauch! Wir müssen ihn rauslaufen! Muss doch noch was Besseres sein. Unserer Seite sind. Dass Sie hier waren, als der Scheiß losging. Danke, dass Sie hier sind.
alle mal am Arsch lecken. Ach, verdammt, ist das kalt. Ich erfriere hier noch. Nutzloser Müll. Den Zaun? Was ist los, Deborah? Noch nie eine Abkürzung genommen? Hey Mann, was geht ab? Nix. Ich chill nur. Willst du diese Sache heute machen? Ja, wäre nicht schlecht. Besser jetzt, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist. Okay. Treffen wir uns in der Gasse und gehen dann zusammen. Okay, in 10 Minuten? Ja. Wird Zeit, dass hier jemand das Klo repariert.
das Begrüßungskomitee. Sag mal, weißt du irgendwas darüber, dass sie heute Abend die Brücken sperren? Das höre ich zum ersten Mal. Wer sagt das? Frank meinte, er hätte es im Radio gehört. Die Nationalgarde soll hier alles abriegeln. Was soll der Scheiß? Alle regen sich tierisch wegen einer beschissenen Grippe auf. Ja, ist total komisch. Ich muss doch irgendwie Geld verdienen. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht aus der Stadt rauskomme. Hey Jay, rate mal, wer Karten für das Spiel heute hat. Du hast Karten? Ja, Lamar konnte nicht, also habe ich überlegt. Welche Hoops-Fans kennst du? Mir geht's eigentlich nicht so gut. Bestimmt nicht. Sieh mal aus dem Fenster. Hallo? Bist du das in dem Schlitten? Also, wie wär's? Geht's dir schon besser?
ja eh keiner mehr. Sieh dir das an. Ich habe so einen Typ in seinem Penthouse festgehalten und ihn seinen Safe öffnen lassen. Und das war drin. Moment. Ist das etwa Geld? Ja. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Nur ruhig. Ich bin keine Gefahr.